Super, die Messung war noch nicht vorbei. Ja, das ist okay. Er muss auch zugeben, ich habe mich natürlich dran gehalten, meine Fastenzeit, aber ich habe auch 2 Tage nicht so sauber gegessen, wo wir essen waren, außerhalb gegessen haben. Aber ist okay. Ja, das ist ganz normal, beziehungsweise 600 Gramm, Kilo wäre besser gewesen. Ja, der Bauch ist zwar immer noch da, aber es ist trotzdem wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es jetzt nicht so viel war, dann sind es immerhin 600 Gramm zur letzten Woche. 128 haben wir, 128,9. Egal, wir haben die 128 vor und das ist schon mal wichtig. Ich nehme euch heute mal so mit und zeige euch, was ich so esse. Normalerweise, das habt ihr euch ja gewünscht. Ja? Da denn nicht so viel, Quatsch nicht so viel, zeige euch, was ich esse, wie ich koche, dies, das, Ananas. Und ja. Das mache ich jetzt, beziehungsweise nachher. Wir haben es, ich glaube 7 Uhr ist es gerade oder so. Mein Kleiner ist jetzt wach. Muss mich jetzt erstmal um den kümmern, weil, ja, der braucht seinen Papa. Also, bis später zum Mittag. Es waren... Ja, 128,9. Ich wollte nur kurz dazu was sagen. Ich habe die Woche 2 Mal auswärts gegessen. Döner mit Soße. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nochmal Nudeln. Deswegen ist es ist okay. Es hätte besser sein können. Ja, nur dass ihr das mal gehört habt. Und was auch ganz wichtig ist und was bei mir absolut gerade scheiße ist, ja, ist, dass ich nachts wenig schlafe und dass für die Leute, die abnehmen wollen, es total wichtig ist, dass der Körper nachts 8 Stunden wirklich vollkommene Ruhe hat, um auch zu regenerieren, weil eine Diät ist anstrengend und beziehungsweise den Körper es einfach braucht, um abzunehmen, beziehungsweise für die Diät würde besser verlaufen oder wäre es besser für mich, ich hätte mehr abgenommen, hätte ich nachts einfach länger und früher geschlafen. Ja, meine 8 Stunden geschlafen. Nur das so mal am Rande. Ansonsten labere ich gar nicht so viel. Mittagessen dauert noch ein bisschen bei mir. Ja, ich werde jetzt ein bisschen streamen. Und bin dann zum Mittagessen, Abendbrot wieder da. Bei mir gibt es heute einmal Süßkartoffeln, Gemüse mit Hühnchen. Plus heute Abend gibt es 2-3 Eier mit Wassermelone. Ich glaube, zwischendurch haue ich mir noch einen Shake rein. Aber das werdet ihr ja noch alles sehen. Oh. Also, gestern habe ich nicht mehr so viel gefilmt, weil ich habe gestreamt. Dann bin ich eingeschlafen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wann ich eingeschlafen bin. So gegen 18 Uhr. Meine Frau irgendwie Eierreis noch irgendwie geholt oder sowas, weil ich eingeschlafen bin. Der hat nicht gekocht. Und ich habe einfach bis, jetzt ist es 7 Uhr, Alter. Ich habe jetzt einfach so lange geschlafen. Ja, durch die ganzen langen Streams und kaum schlafen. War ich so fertig, Leute, dass ich ja zu nichts gekommen bin. Gestern mir vom Essen zu zeigen oder irgendwas, beziehungsweise ich habe im Halbschlaf noch ein bisschen Eierreis gestern gegessen. Ja, aber auch nur 5 Löffel oder so. Dann bin ich eingeschlafen wieder. Ja. Also gestern war ein guter Tag vom Essen. Ich habe nichts gegessen. Nee, man soll am Tag schon 2-3, also mindestens 3 Mahlzeiten essen. Ja. Aber ich zeige euch jetzt, es wären jetzt 10 nach 7.
gelbe, was haben wir, glaube ich? Die hier hauen sich. Ja, irgendein Müsli oder irgendeine Pops rein oder was sind das? Egal. Irgendwas Vollkorniges oder was. Aber ja, denke Pops und so. Und ich zeige euch jetzt mal die beste Wassermelone. Also das ist eine ganz normale Wassermelone. Aber habe ich auch noch nie gesehen. Die ist einfach gelb. Die ist einfach gelb. Magisch. Ja, die ist so magisch wie ich. Okay, aber die schmeckt genau gleich, ne? Meine Frau sagt, schmeckt genau gleich. Die Melonen und Krone. Aber jetzt kommt mein Watermelon. Minze Shake. Haben wir Limetten? Also, diese Limetten, die hier meine Frau gekauft hat, ist absolute Frischheit. Da kommt gefühlt nichts raus. Und ich habe sie auch vorher gerollt. Ja. Milo, Milo, Milo. 100 Milo. Ich weiß, was er erzählt. Ich weiß, dass es 100 Zeig mir her, was du für eine Mutter bist, für eine Kämpferin. Zeig mir her, du bist ein Krieger. Komm her jetzt her, guck hoch. Guck mal her, das ist eine Kriegerin. Ja? Direkt aus dem Krieg raus. Ja. Aus der Schlacht. Achso, ja, also ich meine zwei mit Limetten, weil meine Frau auch was möchte. Ja, mein Platz. Wenn meine Frau was möchte. Also zwei. Eigentlich soll man ja die Limette drehen, ich rede das Ding, siehst du? So ein Ding ist das. Dann kommt jetzt hier diese wunderschöne, ich muss mir meine Hände waschen. Ja, gut, ihr müsst euch kurz holen, weil ich komme nicht ran. Weil meine Frau den Geschirrspüler ausräumt. Und das zeige ich gleich einfach, wie die Melone da drin ist. Und dann zeige ich euch, wie ich das mixe und dann zeige ich euch, wie ich das trinke. Punkt. Das ist die Wassermelone. Also das ist wirklich Wassermelone. Ihr habt sie selber gesehen, auch wenn sie gelb ist. Habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben vorher. Ja. Was ist das? Das sind zwei Limetten, Alter. Das ist... ja, wir haben leider keine Minze mehr. Genau. Das ist quasi Jobby gemacht. Nee, die war schlecht. Okay. Die war da drin da. Wie bitte, was? Die wurde schlecht, die eine Minze. Okay. Wir sollten ja die Minze selbst anpflanzen. Nee, die Minze musst du frisch halten in so einem Tuch mit Wasser. Nur für die Zukunft. Okay, dann pflanzen wir an. So, ja, okay, gut. Das sieht aus wie ein Ananassaft. Ananassaft. So, ich schieb mir jetzt diesen Schaum hier noch runter. Ja, mach mal bei mir rein. Was? Den Schaum, trinkst du? Das Problem ist... Hey, war nicht cool. Ja, war nicht cool. Ups, kann man auch für irgendwann wieder eine 1 plus. Da ist der Schaum drin bei Mutti. Bei mir ist er frei. Ja, vielleicht fehlt die Minze, aber... Ich schmecke wirklich nach Wassermelone, das ist krass. Könnte ein bisschen kälter sein, aber ansonsten für den Start in den Tag genau das Richtige. Also, ich melde mich vor Mittag. Ich mache mir jetzt erstmal Kaffee, dann melde ich mich zum Mittag. Ja, aber heute ist wirklich nur wichtig, was ist Panewitz? Punkt. Nicht das große rumgelabert, ich habe schon genug gelabert, auch schon jetzt, nur für das Watermelon Shake Ding. Watermelon? Ein Doppel-Wiefer. Gut, bis dahin. Lili, komm. Ah. Den habe ich jetzt zum Schlafen gebracht. Mein Watermelon Shake habe ich geholt. Und jetzt hole ich mir einen Kaffee. Ja, ich zeige euch alles, was ich trinke, was ich einen Tag Panewitz. Und Lili, komm. Hier hole ich mir gleich einen Kaffee, aber nur einen Kaffee, nichts weiteres. Und ich zeige euch einfach gleich, wie ich den Kaffee trinke. Finde ich geil. Ja, das ist mein Kaffee.
Aber der ist schon seit einer halben Stunde so heiß, dass ich den noch nicht trinken kann. Ja, ich bin jetzt schon am Stream. Deswegen, ich trinke den, aber zeig's euch nicht. So sieht gerade mein Knie aus. Ich bin jetzt gerade noch beim Arzt. Ich weiß, es ist wieder nicht mein Essen. Ja, aber der Tag ist so lang. Ja, was soll ich machen? Es ist noch nicht mal 11 Uhr. Ja, alles, was ich gefilmt habe, war um 7, 8 Uhr. Ja, ich bin jetzt hier, um zu besprechen, wann meine Platte rauskommt. Ja, und dann geht's rund. Okay, gut, ich melde mich vom Mittagessen. Heute gibt es Reis mit Tomaten oder Bolognese-Soße. Irgendwie sowas hat meine Frau gesagt. Sie ist Chefin. Ich bin raus und am 6. Oktober, also fast ein Jahr nach der Operation, und ist dann wirklich, wird die Platte rausgenommen. Er sagt jetzt, dass 2 Monate soll ich jetzt noch warten. Ein Jahr wirklich vergehen lassen, aber er sagt, es sieht alles gut aus. Er sagt auch, dass ich auch Glück habe, weil er sagt, mit so einem Bruch und was er da drin hat, dass ich so gut eigentlich schon unterwegs bin und keine Probleme habe. MRT, sagt er, es ist schwierig einzusehen bei der Metallplatte, und MRT, das ist so, er sagt, man kann bei einem Foto ahnen, dass der Knorpel okay ist. Könnte sich aber noch rausstellen, dass der Knorpel vielleicht doch nicht so okay ist, sagt er. Aber wenn ich jetzt noch nicht so keine Probleme habe, ist alles okay. Plus, ich habe an einer Stelle immer noch so ein bisschen Schmerzen, wenn ich mein Bein, er sagt, es kann vom Draht, ja, sein, der ein bisschen Druck dann ausübt auf das, und dessen du da punktuell Schmerzen hast. Ich weiß, es ist wieder nicht mein Essen, kommt aber noch, weil es ist jetzt erst 12 Uhr. Ja, was soll ich machen? Ja, und da ich nur Frühstück, Mittag und Abendbrot esse und jetzt Reis mit Bolognese und heute Abend gibt es 3 Eier und Wassermelone, ja, weil ich wirklich ein Typ bin, der nicht viel isst, also was Fisch angeht, das angeht und das angeht, ich bin ganz einfach gestrickt. Bei mir gibt es Pute, Reis, bisschen Gemüse, Süßkartoffeln, Kartoffeln ab und zu mal. Also ich bin wirklich ganz einfach gestrickt. Okay. Deswegen, ja, werde ich euch immer zeigen, was ich esse. Und ich laber trotzdem irgendeinen Scheiß immer jeden Tag wahrscheinlich dann. Also seid mir nicht böse. Manche interessiert es, manche nicht. Aber Knie wird wieder. Also es wird gut. Ja. Ich denke mal 2 Monate jetzt, dann nochmal 3 bis 4 Monate trainieren, vorbereiten, dabei abnehmen und fit werden. Und in 5 Monaten stehe ich dann auf dem Platz. 6 Monate. Und ja, andere Info: Ich übernehme die Freizeitmannschaft von Delay. Ja, solange ich noch nicht kann. Ja, ist einmal die Woche Training. Und wir spielen dann auch manchmal gleichzeitig. Mal gucken, je nachdem, ist auch egal. Jetzt an euch, die aus Berlin kommen und wollen ein bisschen kicken, ja, und sehen dieses Video hier, dann einfach mir mal schreiben und sagen, hey, ich habe Lust, ein bisschen zu kicken. Freizeitmannschaft, einmal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Meldet euch bei mir, ja, bei Insta. Ich lese da alles meistens. Wenn nicht, einfach nochmal schreiben, hartnäckig sein oder unter den Kommentaren einfach mal schreiben, und dann könnt ihr vielleicht für Delay Freizeitmannschaft ein bisschen kicken. Aber hey, wenn ich der Coach bin, sage ich so, wie es ist, da wird nicht ein bisschen Larifari oder etc. pp. Ja, Training ist ernsthaft und das Spiel nehme ich auch ernst. Ja, und jeder, der da mitspielt, das ist hier nicht mit Saufen gehen vorher, da wird richtig geackert. Ja, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Juti. Ja, aber jetzt wirklich, das nächste Video ist das, wie ich esse. Ich zeige euch dann mein Essen. Also nicht wie ich esse, ich zeige euch mein Essen und dann esse ich. Grüß euch. So, vor Mittagessen. Es ist Reis mit so einer Art Bolognese, Tomatensauce. Also was heißt, es ist Hackfleisch, Tomatenmark und Gewürzbrühe und basierte Tomaten. Das ist es. Und dazu Reis halt. Das ist mein Mittag. Heute Abend zeige ich euch, was ich dann esse. Aber das ist jetzt wirklich meine Hauptmahlzeit. Ich esse auch diesen Teller nur. Also das ist jetzt ein Beutel Reis und halt diese Soße. Und heute Abend esse ich dann nochmal 2, 3 Eier. Und ja, mit Wassermelone. Das ist es. Seite und die andere Seite. Aber gut, dazu sage ich nichts.
Ja, das ist es. Ja, also es ist jetzt 13.23 Uhr. Und ich habe schon ein paar Dateien von heute hochgeladen. Und jetzt kommt, naja, weil es damit der Katze schon schneiden kann. Damit das heute Abend noch online ist. Bis zum Abendbrot. Ich mache noch kurz mein Abendbrot. Chat, wir sind am Stream. Mein Abendbrot, 3 Eier, ein Wassermelonen-Shake mit Limette, Bruder. Also nicht Bruder, sondern auch nicht Chat oder doch Chat. Es ist einfach wirklich, dieser Shake ist grandios. Ja. Und das war heute gesagt, das alles, was ihr gesehen habt, war mein Essen für heute. Es ist jetzt 20 vor 9. Mehr esse ich nicht. Morgen 13 Uhr geht's weiter. Ja. So. Ich kann gerne morgen eigentlich. Ich filme morgen nochmal so, was ich für den Tag esse, weil morgen gibt es nochmal ein Video zu meiner ersten Einheit hier mit Delay Sports, Freizeitmannschaft. Ja. Das machen wir auch ein Video zu. Da zeige ich euch ein bisschen mit Essen und was wir da denn trainieren, was machen. Werde ich die Jungs mal ein bisschen anschreiben, mal ein bisschen motivieren, dass sie auch Bock haben, weißt du? Weil wegen der Auftauchen will ich auch eine Leistung sehen. Ja. Und dazu aber dann morgen mehr. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wenn nicht, dann sagt gerne, was ich verbessern kann. Meine Kamerahaltung ist wie immer eine 1 plus. Wisst ihr selber. Viel Gesicht wird bei mir immer gezeigt. Nicht von meiner Frau, das ist so ein bisschen. Geht, na, es geht so. Deswegen, ich werde jetzt essen, den weiter streamen. Und ja, das war's. Also, bis morgen.